Und damit zurück zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ich hoffe, das gestrige Video hat euch gefallen. Es kam ja ziemlich spontan, der Kurzfilm. Die Idee dazu kam ja auch relativ spontan. Und es war sehr arbeitsaufwendig, das zu machen, das auszudenken, das so hinzubasteln. Also, ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ich habe in der Nacht angegriffen gehabt, und zwar in der Klankriegsliga. Den Angriff werde ich gleich zeigen. Das war um wie viel Uhr war es gewesen? 0:02. Ja, 0:02 war das gewesen. Habe ich angegriffen. Ist klar, dass man da nicht ganz wach ist. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Angriff rein. Also, kurzer Cut. Bis gleich. Dab, dab, dab. Das ist der Angriff, den ich gemacht habe. Und da schauen wir mal kurz rein. Was habe ich gemacht? Erstmal, wir wollen von rechts vorgehen. Warum? Möglichst schnell die Adlerartillerie kaputt machen. Können gleich einen Finger mit blitzen. Setzen da nochmal zweimal Knall drauf. Dann jeweils noch einen Erdbeben-Zauber aufpassen, dass wir das Rathaus nicht aktivieren. Ja gut, wenn man nachts angreift, könnte es passiert ja sowieso schon, wenn man aktiv ist. Also wenn ich bin jetzt richtig hellwach, und wenn ich jetzt angreife, kann das auch durchaus passieren, dass ich das Rathaus aktiviere durch einen Erdbebenzauber. Glücklicherweise ist das hier nicht in dem Fall passiert. Setzen Drachenbabys hinterher. Zum Aufräumen, ganz normal, genau. Und ich sehe gerade, wir haben Zuschauer. Kann das sein? Kann das sein? Eat my head, aus dem Clan. Kann das sein, dass du das bist? Wenn du das bist, schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich vermute, das bist du nämlich. Und dann anschließend hast du mir nämlich geschrieben, nochmal viel Glück. Das hast du mir nochmal geschrieben. Genau. Wenn du das bist, schreib es doch gerne in die Kommentare. Und Ballons, Drachen, E-Drachen hinterher, Wutzauber drauf, Adlerartillerie dürfte schnell kaputt gehen. Hoffen wir, dass sie nämlich nicht mal so viel schießt. Wie viel Prozente wir geholt haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Klambo kommt raus, ist ein Drache drin. Ja, ein E-Drache kümmert sich um die Adlerartillerie. Die ist schon mal kaputt, Rathaus ist aktiviert, machen wir schon mal einen Freeze drauf. Setzt ein Zeppelin hinterher. Und jetzt kommen die anderen klaren Truppen raus, und zwar Ballon und Eisgolem. Und hä, warum bewegt sich der Eisgolem? Ich habe ja gar keine Bodentruppen. Warum bewegt sich der Eisgolem? Hä? Ach, yo. Nein, ich hab's vergessen. Der Wächter, den habe ich auf Boden gestellt. Ist egal. Ja, ist egal. Eisgolem ist ja kaputt, ist kaputt. Rathaus haben wir übrigens auch gekriegt. 2 Sterne am Start. Der sieht doch schon mal sehr solide aus. Und jetzt geht's darum, möglichst viele Prozente zu holen. Und bevor ich es vergesse, wir machen noch gleich einen Mehrspielangriff, denn das neue Ereignis steht am Start, was richtig cool ist. Was das ist, werde ich gleich nochmal erzählen. Wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf den Angriff, dass wir möglichst viel Prozent uns noch snaggen können. 69%, 70%, yo, komm, für Nachtangriff? Sieht das auch schon sehr gut aus. 71%, wären es noch 72%? Ja, 72%. Sehr solide. Ich würde sagen, kurzer Cut, bis gleich. Ja, nach einem, sag ich mal, erfolgreichen Clankriegsliga-Angriff widmen wir uns jetzt einem Mehrspieler-Angriff. Versuchen, möglichst das Rathaus mitzunehmen. Können eine Packer vorsetzen. Genau, Headhunter hinterher, für die Alien kaputt zu machen. Lootmäßig ist jetzt nicht das hier. Sitzen rechts ein paar Packer noch hin. Versuchen einfach das Rathaus kaputt zu kriegen. Das ist jetzt unser Ziel. Haben wie gesagt das neue Ereignis, was jetzt ansteht. Da muss man eine bestimmte Anzahl an Bogenschützen, Heilerin, Päcker, Valkyren, Hexen und Headhuntern mitnehmen. Und ja, mein Tipp, bastelt euch einfach so eine eigene Kampfstrategie, wie ich es in dem Fall gemacht habe. Was erwartet euch an Belohnungen? Nun ja, jeweils 10 Juwelen und jeweils unterschiedliche Tränke pro Truppe. Insgesamt, wenn ihr das alles geschafft habt, kriegt ihr 60 Juwelen. Also ich habe das jetzt mal alles zusammengerechnet, 60 Juwelen. Dann kriegt ihr Machttrank, Ressourcentrank, Heldentrank, Forschungstrank, dann Supertrank und habe ich gesagt Ressourcentrank? Quatsch, habe ich gesagt Trainingstrank. Das gibt's noch.
Genau das meine ich jetzt, dass die Tränke sind. Gucken dabei nochmal kurz gleich drauf. Müssten dann 2 von 8 haben. Soweit ich mich nicht irre, 2 von 8 dürften wir dann haben. Ja, jetzt geht es halt darum, nur noch ein paar Prozente uns zu holen. Einfach, sage ich mal, für einen Liga-Bonus. Ja, 46% dürften das dann wären. Ja, die beiden gehen auch kaputt. Und dann ist der Kampf jetzt auch nicht Ende. Ja, Zeppelin könnte ich noch setzen, aber nein, mache ich nicht. Hier unten haben wir noch eine Bogenschützen. Die lassen wir einfach nochmal kurz durchlaufen. Und genau, dann dürften das 47% sein. Und genau, 47% sind es geworden. Und falls sich jemand fragt, warum ist denn Packer hier bei dem Ereignis? Leute, es ist die Packer. Packer ist weiblich, wussten nicht viele, ist aber so. Schauen wir mal kurz auf Ereignis. Genau, das sind die ganzen Tränke, die es gibt und die Juwelen. Und dann würde ich sagen, eine Sache will ich noch mal kurz gucken, ob ein paar Freunde aus meiner Freundesliste online sind. Denn dann könnten wir die ja mal schön grüßen. Gucken wir einfach mal kurz nach. Yo, Grüße gehen raus. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Clash of Clans wieder.